Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, schön sind ihr da bei uns. Jawohl, und vor allem, wie schön bist du da heute Abend, Rolf? Wieso? Ja, dann wegen dem von gestern. Nein, das ist privat. Ich weiß, aber ich gleich eine Hure. Nein, wir haben gesagt, das gehört nicht auf die Bühne. Mulder, ich habe so eine Freude, bist du da heute Abend. Weil, wirklich, meine Damen und Herren, es ist wirklich schön, der Rolf heute da, weil ich darf mit voller Freude und vollem Stolz verkünden, dass mein Bühnenpartner gestern Nachmittag Punkt 3 stolzer Vater von 2 gesunden Buben geworden ist. Und das Schönste daran ist, meine Damen und Herren, wirklich das Schönste daran ist, beide Mütter sind wohl. Oh, hey! Nein, meine Damen und Herren, Vatergrad führen wir heute Abend ein Problem an, das wir ohne uns gerne nicht würden. Ihr fragt euch sicher, wieso sind wir das Jahr hier in Mittelitalien, hier in diesem Campingparadies? Gell? Jawohl, da ist ein leider fetter Ernst schon. Ja. Er hat letztes Jahr ums Verrecken noch müssen heiraten. Die Irmgard. Die Irmgard, 72, er 65. Hey, da heiratest ist noch mal weg der Golfen, gell? Nein, da kannst du den Bagger ins Depot reinfahren, der verliert kein Tröpfchen Öl mehr, gell? Da ist vorbei mit Golfen, gell? Ja. An einem Stammtisch abend im Rössli hat den Österväter Ernst eingeladen, mit ihm auf die Hochzeitsreise. Jawohl. Was bei der Irmgard am nächsten Morgen aber auf zu wenig Ohren gestossen ist. Oh. Und sie als moderne Ehefrau sofort eine Ehekrise gesehen hat. Sie sind jetzt die nächsten 2 Wochen in St. Gallen beschäftigt, da bin ich ein Klangschalen-Hardrock-Therapeut. Und wir hinter da für die Filterwoche willen, komm. Was heisst da Filterwoche? Wir haben doch eine Espresso-Maschine. Eine Espresso-Maschine. Eine Espresso-Maschine. Eine Espresso-Maschine. Ja, sag ja, sag doch Kaffeemaschine. Hast du heute Morgen deine Tabletten wieder nicht genommen? Wohl, ich habe es genommen, pünktlich. Hast du es genommen? Ja. Bevor wir runter sind, habe ich noch beim Doktor neu geholt. Hast du noch Tabletten? Ja, so eine geile Packung, drauf steht Zäpfli. Ist wohne. Aber die sieche Klebe zwischen den Zehen ist nicht normal, gell? Nein, vielleicht. So etwas kann dir noch der Doktor antrüllen. Ich glaube, der hat mit dem Zahnarzt irgendetwas abgemacht, weißt du? Jetzt mal eine Frage, wieso geht man eigentlich in die Ferien? Ja, damit du Situationen kannst aufregen, die du im Alltag nicht hast. Oh. Ja, sicher. Man hat ja noch Ausländer in dem Ausland. Schon. Schwaben hat es da unten, Deutsche hat es da, Holländer, Engländer und vor allem der Zürcher. Sag dir wohl nicht mit ZH, du. Sag dir, ich komme schon wieder Böckel über am Füllen. Oh. Nein, du. Heilige Sicherheit. Weißt du, was heisst ZH? Nein, ha. Das Dumm zum Heuen. Ist wohl. Darum haben sie alles verpflastert im Sebenhuren Zürich, gell? Nein, du. Und hier dieser VIP-Sitzel, schau mal da. Ah, da. Im Liegestuhl innen hocken, stinkfrech in der Vorderstelle. Schön, schön. Das sind eben die mit den goldenen Bändern, die All-Inklusive sind da. Ah, das sind Fips. Das sind da Fips, ja, da die. Weißt du auch, wer im VIP ist? Was? Er ist ein voll integrierter Protestant. Ist das? Nein, das sind da die VIP, die All-Inklusive. So? Ja, ja. Ah, das sind die, die morgen um 3 Uhr zur Bar ausgehen und keinen Franken zahlen müssen. Genau, das sind die. Ah, das sind die? Das sind die, ja. So, da heisst das All-Inclusive. Jawohl. Jetzt habe ich immer gemeint, All-Inclusive, sagst du, wenn du mit den Schwiegereltern musst in die Ferien. Nein, Seb ist alles verloren. Alles verloren. Dann darf ich fragen, wie ist der Name? Tisto. Oh, die steht bei mir gerade im Stall links, wenn ich komme. Ist gerade bei mir getestet. Ja. Und wie heisst du? Hans-Ueli. Hans-Ueli. Oh. Ein lastiger Bläs, den ich auch mal gehabt. Ja. Seb ist auch immer zu spät gekommen, gell? Nein, wir haben natürlich für euch als VIP natürlich speziell etwas vorbereitet, oder? Ja. Wenn ihr schon so. Wir zahlen das alle anderen für den Platz, können wir auch etwas geboten. Ja, ja. Dann müssen wir mal schauen, was wir für euch vorbereitet haben. Thank you.
mia, amore mio. Amada mia, amore mio. Amada mia, amore. Hast du noch Knusch? Ja, gerade ein bisschen. Komm, ja. Ich komme. Kommst du wieder nicht weg? Ja. Oh, oh. Ja, schön, gell? So lässt man sich gerne verwöhnen, hä? Wenn er eben zuschaut, wie ein ausgerechneter Nussgipfel. Scheiss dich schon an, hä? Ja, mit dem ein bisschen verwöhnt werden, wenn man schon 100 Stutz mehr zahlt für den Platz, gell? Ja. Jetzt haben wir alle Frage, sind ihr auch mit dem Flüger gekommen? Mit dem Flüger sind ihr nicht gekommen? Wir sind mit dem, so dekadent musst du sehen, wir sind mit dem Flüger, sind wir dann auf den Zeltplatz. Weißt du, das Theater ist dann schon losgegangen, wir haben weggefahren mit dem Auto, Autobahn. Ja. Winterthur steht da in der Achtergruppe Zürich. Da. Die mit den orangen Stablampen da. Aber... Gut, habe ich die knappen Gummimatten unter dem Sitz gehabt. Well, ich habe noch zu einem gesagt, sag nichts. Sag einfach nichts. Wir haben nur hinten angehalten, die zwei Polizisten sind das Auto hergelaufen. Und ich habe es dann einmal nicht sehen lassen. He? Hat dann die zwei Polizisten angegangen, die sind ein sehr herzige Buben. Hat euch heute Morgen die Mami wieder gleich angelegt. Ich sagte, das ist eben, Schuss ist mehr wie Hörner raus, gell? Heilige Sieg nochmal. Und wir sind dann auf den Flughafen Zürich rein, und dann ist dann der Theater weitergegangen. Ja, bei der Security da. Bei der Security das, weißt du? Da musst ja alles abfüllen, so 10 Zentiliter Dösen, ja. Gell? Alles abfüllen, 10 Zentiliter Dösen. Well, Fächerli. Ich habe mir Coca-Cola gekauft. Am Kiosk. 8 Franken, Schnäppli gesehen, gell? Bin 2 Meter gelaufen, lauf an so einen kappeten Zürcher ran und der sagt, hey, kannst du nicht mitnehmen, musst du da reinwerfen. Hä? Schwätz nochmal Deutsch. Hey, kannst du nicht mitnehmen, musst du da reinwerfen. Dann sag ich, wieso mal ins Gola? Hast du gesehen, wie ich es gekauft habe hier? Am Kiosk neben zu, hast du mir noch zugeschaut? Wieso muss ich das hier werfen? Sagt er, sag wegen Sprengstoff, Flüssigsprengstoff. Sag ich, oh, das ist mir jetzt aber ganz neu, dass ich jetzt im Kiosk zu kloten an einem Flüssigsprengstoff tarnte Coca-Cola-Fläschchen habe. Ich habe ihn angeschaut und gesagt, du bist wahrscheinlich... In deiner Kindheit noch ein Kreide holen. Du bist keinen Tag in der Schule hineingekackt. Heilige Sicht nochmal. Jetzt musst du mir eine plausible Erklärung geben. Du sagst, sei wegen Flugzeugentführung. Du sagst, wegen Flugzeugentführung? Ja, logisch. Gell? Hast schon viel gemacht. Gell? Sind im Flüger hineingekackt, das Cola zwischen den Bergen. Leislich aufgeschraubt, einen Schluck genommen. Wieder zutun, fest zugeschraubt. Haben sie geschüttelt. Sind zum Pilot ins Cockpit hier. Haben den Pilot angeschaut und gesagt, und wenn du jetzt nicht Zappenzell landest, mach ich Coca-Cola auf. kennt man ja. Also nicht bis Nieren verbrannt. Wir haben jetzt richtig angefangen, Kuttel über Säure, wo es mein Handgepäck angenommen hat. Und dann haben sie eine hohe Tümme wegen meiner Zahnpasta, die ich da drin hatte. Oh. Ich denke, du weißt, du Hosel, ich kannst mal die Kappe jodeln. Ich habe dann gerade die ganze Stube in die Schnorren getrocknet. Ich denke, der lange schon für die nächsten 2 Wochen. Da, er hat dann schon ein bisschen staunen mögen, wo es dann zumal lastig Schaum von der Schnorren ging. Er hat dann das ganze Röstenspiel aufgebaut. Die Sanität hat er aufgebaut, die Feuerwehr ist gekommen, die Polizei ist vorbeigekommen, sogar der Heimatschutz hat er aufgebaut. Und alles noch, weil ich ein bisschen die Schaum von der Schnorre hatte. Ja. Alles Gefühl hatte, ich so Nebschi. Ja, Nebschi. Ein Anfall.
Hey, weißt du, kann ich wieder hast? Ja, ja, sag doch Anfall. Die wissen ja nicht mehr Nipsi, oder? Na, du musst jetzt genau noch etwas sagen. Erzähl mal, was dir nachher passiert ist. Ja, nachher haben wir weiter müssen. Security bist noch lange nicht fertig, gell? Darum musst du 2,5 Stunden vorher nicht heißen. Dann haben wir durch so Metalldetektor. Weißt du? So Metalllöcher. Also, wenn du mit 5 im Kindergarten 5 Reisnägel verschluckt hast, dann sehe ich die noch gesehen. Gell? Sind wir da durchgelaufen, du, das Apparat hat angefangen, heulen und hupen, hättest du mir gemeint, die Feuerwehr von irgendeiner Hütte vorfahren, um den Rücken herum, gell? Dabei war ich da noch gewesen, wegen meiner eingewachsenen Zichernägel. Ja, es ist jetzt nicht wegen der Zichernägel direkt, aber wegen der Stahlkappenschuhe, die ich angehabe. Weil das eben nicht wohl gewusst, dass eben kappet, hat mich auf links rausgetrieben. Habe ich müssen mit meinen Separate. Ich habe müssen mit, ich habe müssen das Händchen heben. Oh, den habe ich müssen füllen, das Blut abzusichern. Und Sepp ist dann kein schönes Anschauen, Sepp, sage ich ja. Dann ist er gekommen, hoi, mit einem so langen blauen Händchen, gell? Sag ich, du Haseli, da kenne ich den Hemd vom Vetter in her. Ich bin da zum mit Ferien fliegen, nicht zum Besamen, hä? Es habe kein Pardon gewusst. He? Heute ist jetzt eine Woche her, ich schlafe immer noch auf dem Bauch. Na nun, wir sind dann mal an der Gatto 46 raus. Da. Nein, der ist Englisch und heißt Gatte. Ja. Wenn wir da im Flieger gekockert, habe ich rübergeschaut und ich habe schon gesagt, er hat ein bisschen Flugangst gehabt. Nein, ich habe keine Flugangst. Sicher hast du Flugangst? Nein, sicher habe ich keine Flugangst. Du warst ja ganz bleich und die Nase noch nicht. Das war wegen dem Licht. Gewesen. Nein, und die Schweißperle hast du auch gekauft, den Stirn. Das ist wegen der Hitze vom Licht. Vom... Nein, du hast definitiv Flugangst gehabt. Du hast als kleiner Bub hast du schon Angst gehabt, wenn du in der Ritual im Fünferauto hinterste fahren hast. Nein, ja, ich meinte, ich muss hinterste fliegen, nein, oder? Nein. Du musst noch etwas sagen von Ritual, du. Er war ja der, der bei den Flügelbahn den Hebel nie gezogen hat. Weißt du? Hast du genau gewusst, wenn er auf der Flügelbahn ist? Du hast ihn nicht mehr sehen. Der Vater hast du rundherum gehört. Über den ganzen Kilbeplatz aus hast du den Vater gehört. Zeig mal den Hebel, du Dubbel! Den Hebel! Für irgendetwas zahle ich 1,50 Franken. Zeig den Hebel! Ja, aber der war schon ein Tiefflüger gesehen. Ja, 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 ja. Nein, weißt du. Und ich habe ja definitiv keine Flugangst. Hat jemand da eine Flugangst? Nein, ist keine Schande, also sicher nicht. Also. Und ich habe auch keine Flugangst. Ich habe höchstens ein bisschen Absturzangst, oder? Ja. Aber Flugangst habe ich nicht. Dann musst du ja keine Flugangst haben. Nein. Also, das Vertrauen vom Fliegen. Fliegen ist eine sichere Sache. Definitiv. Für sich. Ja. Da merkst du vor allem, wenn die zwei Fräulein kommen, und dir im Mittelgang erklärt, wie du musst verhalten bei einem Absturz oder bei einer Notlandung. Well? Und ich glaube dir nicht, dass wenn den Eis so eine Schwimmweste anlegen müsste, würde ich dann definitiv nicht so selten umgrinsen, wie die Fräulein da vorne da, oder? Nein, sicher nicht. Und vor allem, wenn du eine Schwimmweste anlegen von Kloten auf Italien über den Gotthard. Ja. Also sind sie Gewässer, die ich will kennen, wo man dort noch überfliegen könnte, wäre eventuell der Seealpsee. Wow. Und da innen haben wir ja gelernt schwimmen, also. Ja, ja. Wir sind so quasi mit jeder Bachforelle sind wir per Du da innen, gell? Ja, ja. Sie wollen dem gescheiter erklären, wem die Mittel an Lehnen gehört, dem sie beflügeln. Hä, hast du dich auch schon gefragt? Hä? 2 Stühle in Mittel an Lehnen. Da geht ja nicht auf. Ja, ja. Dann wäre es gleich, wie wenn du zum Skilieferant gehst und sagst, ich will ein Pärchen Ski und dann geht der 3. Auf alle Fälle, ich habe ihn mal links geschaut, denkt, unsympathische Saukock, hassig absetzt. Auf der rechten Seite geschaut, den wüsten Saukerl, hassig an den Absitz. Ich bin ja neben dir gekocht, oder? Jetzt können sich die auch mal ein Bild machen, oder? Weil jetzt der Nachteil war, hast du das Bier müssen mit dem Röhrli saufen. Weil die ist nicht mehr freigebracht. Und dann haben wir noch eine Frau müssen warten. Der Flieger war stark klar und dann ist die Frau endlich einmal gekommen. Oh. Wunderschön. Oh. Wunderschön. Oh. Weißt, und alles original.
Hey, der Bauer hat das Geschöcherli gehabt. Wir meinen, sie kommen gerade vom Heuen, gell? Ja. Um die Schnorren rum hast du noch die Schusslöcher gesehen, ey. Ja, ja. Ja, ja. Und hat noch so eine böllende Handtasche dabei gehabt? Nein, ja. Ein Gucci-Fucci, gell? Ja. Ja, wir sind dann einmal gestartet. Und wenn du oben bist, kommst du doch den gut Zwischenimbiss über die Zwischenverpflegung deinem Fliegen. Kommst du die wunderbaren Einklimpten über hier, die zwei Kartonschachteln, gefüllt mit einem Toffenservala. Oh. Dann kannst du nicht fressen, die Ware, oder? Nein. Ich hast du denn da dieser bellenden Handtasche runtergegeben? Ich habe nicht einmal den Seebettag gefressen, du. Nein. Schuschu hätte er gehört. Schuschu, genau. Ein herziges Hurenhändchen war. Yeah, yeah. So ein richtiger Nacktwanderhund, yeah, weißt du? Das Vödler Asia hatte, Fächerlich hat er uns gesehen. Dann hat sie noch gesagt, das Fliegen haben wir noch nie so gut getan. Und Tatsache, Sepp Hündli hat alle Viertelstunde hat das eben aufgelockert, sitzt in dem Fliegen. Ist unglaublich gewesen. Hey. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass da unbedingt Verdauungsstörung war von dem Schuschu, nee, der Sepp ausgemacht hat. Nein, nee, der hätte doch auch einen Druckausgleich machen müssen. Das hätte doch der Sepp Hure Schuschu noch verjagt im Sepp Hure Fliegerin. Hätte schon an jedem Fenster ein bisschen Schuschu gehabt, gell? Ha! Und dann haben wir dann gleich mal ein bisschen Hunger bekommen. Oh. Dann haben wir zum Handgepäck aus unser Lunchpaket genommen, das wir zu der Zolderin geschmuggelt haben. Und haben dann ein Vakuumbeutel mit dem reissen Käse aufgeschnitten. Mm. Jetzt die angebliche Verdauungsstörung vom Sebi Schuschuli und dem Sebi reissen Käse. Ist der Vater gerade ins Hirn, ja, geschossen. Du. Weil er die Augen haben angefangen zu bringen, bis das Augenwasser in Gringia geschossen ist. Und das Mal hat es geklappt und die Sauerstoffmasken sind oben runter. Rundum ist Panik ausgebrochen. Yeah. Gell? Wir haben dann auf dem Ticket noch mal geschaut. Nein, wir haben nicht Panik gelöst. Nee, also, wir haben dann noch mal einen Lungenzug genommen von dem feinen Geschmäckchen und haben gesinnet. Hauptsache, der Hund ist gesund und der Käse ist räs. Yeah. Oh. Yeah. Ha ha ha!